So, hallo, wir machen weiter bei Warp the Worlds. Und das letzte Mal haben wir den Yoshi-Bowser geschafft. Also gut, den Yoshi-Clown-Car-Kampf nennen wir es halt so. Und jetzt sind wir in der Terraria-Welt und haben da schon das Schwert bekommen, den Doppelsprung. What the f- Ich wollte gerade sagen, und jetzt gucken wir mal, ob ich mit dem Doppelsprung nicht auch über die Lücke da drüben komme. Ich hasse sowas. Das ist super, das sind... Alter, ist das eklig. Ich glaube nicht, dass man da noch rüberkommen soll, oder? Soll man da noch rüberkommen können? Ich weiß, dass ich da jetzt hoch kann. Nur vielleicht hätte es da ein Secret oder sowas gegeben. Das war so die Frage. Aber ich glaube, da kommt man nicht durch. Nee. Das ist eindeutig so, dass man da nicht mehr durchkommt. Vielleicht später. Mal gucken. Aber aktuell sehe ich da keine Chance. Aktuell sehe ich da keine Chance. Dann gehen wir erstmal nach oben. Hier geht's auch nicht weiter, ne? Genau. Dann gehen wir erstmal nach oben. Hui! Ach ja! Die Viecher. Reicht das? Nein. Die will ich gar nicht erst groß bekämpfen, sondern ich will einfach möglichst schnell durch, glaube ich. Dafür wäre es natürlich hilfreich, wenn der Doppelsprung auch immer dann ausgelöst wird, wenn ich das gerne hätte. Komme ich da durch oder muss ich oben rum? Ich müsste da durchkommen, oder? Löscht ich. Nice. Und dann einfach hier durch, einfach durch, einfach durch. Lasst mich... Ah, fuck, wir waren weit. Ah, wir waren weit. Okay, aber das geht, das ist schon mal gut zu wissen. Dann ist mir das lieber, als da oben rumzugehen. Mist. Ich könnte wahrscheinlich auch alle einzeln erledigen und jedes Mal dann safe sein, aber ich weiß nicht, wie viele Hits die so einstecken. Können wir mal gucken. Ne, können wir nicht. Seh ich halt echt nicht. Das ist Schwert eigentlich nur für die Slimes wichtig gewesen und danach ist vorbei. Und für den Fisch. Der Fisch war auch ganz nützlich mit dem Schwert. Aber danach hat sich's dann auch erledigt mit dem Schwert. Mist. Vielleicht gehen wir doch einfach oben rum, wenn das konsistent einfacher ist. Ja. Deutlich. Lol. Warum mache ich das nicht einfach? Warum gehe ich den schweren Weg? Ich dachte, das ist... zu zeitaufwendig und dann kommen die gleich und so, aber pff, lol. Das ist halt nicht das Problem. Lasst mich bitte in... Oh mein Gott. Ich müsste halt schneller wegkommen, dass die nicht so viel rumschießen können. Mama. Okay. Wir haben es fast, glaube ich, gehabt. Ich glaube, nach dem Raum kommt dann der Checkpoint. Müsste eigentlich so sein für Medium. Oh, hi. Also ihr seht, das geht alles klar bisher. Nichts Schlimmes. Nichts Schlimmes dabei. Oh, wow, das war dumm. Ich dachte, ich schaffe den Sprung. Ups. Da war ich zu langsam. So. Es hat alles nichts genützt. Die Feder war mein Untergang. Ich habe sie gesehen, aber ich konnte ihr nicht ausweichen. Ich war zu inkompetent zum Ausweichen. So, oh oh.
Ja. Spawnen die relativ... Also so ein bisschen random schon, ne? Oder kann ich das irgendwie beeinflussen, wann der hochkommt? Weil mal erwischt er mich, mal nicht. Jetzt ist er halt da drüben. Also das ist schon ein bisschen random dann. Yo, 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 yo! Können wir bitte nicht jetzt noch mehr Federn schießen? Oh mein Gott! Okay. Er wollte doch noch mehr Federn schießen. Das ist in Ordnung. Die Feder da gefällt mir nicht. Die gefällt mir besser. Das wird hier nichts. Das wird nicht gut. Das geht nicht gut. Wie soll ich denn da durchkommen? Ich dachte halt, die schießen auch noch, aber haben sie anscheinend keinen Bock gehabt. Hatten absolut keinen Bock da zu schießen. Okay. Das ging gut. Das ging auch gut. Oh, das wird... Ja. Das ging nicht mehr so gut. Flop, dodop, dodop, dodop. Hops, hops, hops. Oh mein Gott. Jetzt einfach schnell, bevor die... Ich muss da echt schneller durchkommen. Dann habe ich da keinen... Wow, auf einmal schießt er nach oben. Das war neu. Jo, das geht nicht gut. Das meine ich mit, der taucht relativ random auf. Ich glaube nicht, dass ich den beeinflussen kann. Mal funktioniert's und mal halt nicht. So. Aber ich glaube, vom Weg her... Oh, ich sehe da was. Ich sehe da was. Ich muss gleich mal was ausprobieren. Gerade wollte ich noch sagen, vom Weg her habe ich, glaube ich, den optimalen gewählt. Nein, habe ich nicht. Hier kann ich nicht... Oh, ah, ich darf da nicht so nah an die Decke. Nee, dann ist das nicht so gut. Ich wollte da oben drüber, aber wenn ich nicht so nah... Ja, okay. Wenn die Decke tötet, dann haut das natürlich nicht hin. Denn das tut dann weh. Wenn die Decke mich tötet. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, ich glaube, in dem Raum sitzt man noch eine Weile. Wobei es eigentlich nur das Ende ist. Ich komme ja fast immer bis zum Ende hin. Fast immer. Ja. Oh, jetzt kommt keiner runter. Nein! Wie dumm! Wie dumm! Warum tue ich das? Warum tue ich das? Oh, wie dumm das gerade war. Oh, wie dumm das gerade einfach war. Ach, Mann. Kann ja nicht sein, dass ich jetzt so lange in diesem Raum hier festsitze. Das ist doch blöd. Ah. Das ist jetzt halt wieder ein Tod, der mich ärgert, weil... Ah, weil ich es gehabt hätte. Ich bin einfach nicht gesprungen. Ich bin einfach geradewegs in die Stachel reingelaufen. So, ich wollte einfach das nicht nutzen, dass das Viech da oben nicht spawnt. Das war mir einfach zu einfach. Dankeschön. What? Ach du Scheiße, was? Okay, mir gefällt nicht, wie man das steuert. Ja, da habe ich schon festgestellt, dass man das so steuert. Aber das gefällt mir nicht. So, jetzt probieren wir nochmal die andere Seite. Einfach, weil wir es können. Nee.
Das wird halt nix. Oh Gott, steuert sich das furchtbar. Nee, da komme ich nicht mehr durch. Okay, lassen wir das. Ich gebe den Gedanken auf, dass da ein Secret ist. Aber dass die Sonne mich gerade nicht gekillt hat, war schon, glaube ich, gut. Oder hätte die mich killen können? Ich weiß es nicht. Hätte die mich gar nicht killen können, vielleicht. So. Jetzt kommt gar nicht mehr so viel in der Welt. So viel verrate ich mal. Aber das, was noch kommt, ist das Problem. Hi. Au. Ich glaube, die Sterne tun mir selber nichts. Bin mir aber nicht sicher. Kann ich die vorsichtig, dass erst einer kommt? Oder zwei wenigstens nur? Oder der bleibt jetzt unten? Nice. Den hier auch noch weg. Und den da auch noch. Gott. Kommt noch mehr? Geh weg. Dankeschön. Jetzt ist die Frage, will ich da hoch? Ja, das sollte hinzukriegen sein. Kommt noch einer? Nein, wir haben es. So. Jetzt bin ich gespannt. Was muss ich tun? Warum passiert nichts? Muss ich einfach... Welche Taste muss ich... Ach so. So, das, da bin ich jetzt echt gespannt, weil sich das... Das sah halt beim Steuern im Stream, als er als HF das gespielt hat, sah das halt wahnsinnig schwierig aus. Eben wegen dem Bogen, weil der sich so wahnsinnig dumm steuert. Das wusste ich ja da noch nicht mal. Oh boy. Man kann halt nicht wirklich sofort da hinschießen, wo man gerne hinschießen würde. Oh Junge. Nein. 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 Und irgendwann kommt er dann in eine Phase, wo er leicht abdreht. Nun. Das ist sie wohl. Hi. Und ihn dann noch zu treffen, wird übrigens sehr interessant. Okay, jetzt hat er mir gerade echt gute Möglichkeiten gegeben. Das freut mich. Man muss halt gut... Fuck! Gut ausweichen. Ah, Mist. Oh mein Gott, wir waren so weit. Ich würde sagen, ich konzentriere mich in der ersten Phase nur aufs Hochschießen. Dann komme ich, versuche ich einfach unter ihn zu kommen. Ich glaube, so komme ich am ehesten durch die Phase konstant durch.
als wenn ich den Pfeil die ganze Zeit wechsle. Das erscheint mir doch ein bisschen dumm. Bisher funktioniert es ganz gut. Und an sich ändert sich an der Phase ja auch nichts. So, jetzt müsste er gleich umwandeln. Yo. In der Zeit kann ich ihn nicht treffen, ne? Nee. Bleiben wir dabei, dass ich einfach nach oben schieße? Vielleicht ist das wirklich eine ganz gute Taktik. Jo. Jetzt ist eigentlich vorbei. Weil jetzt geht er nur noch so von einer Ecke zur anderen. Und kommt eigentlich nicht mehr hier runter. So einfach. Und wenn ich einfach nach oben schieße, dann stellt das überhaupt kein Problem dar. Nice. Sehr schön. Na, wer erkennt die nächste Welt? It's Shovel Knight. Da bin ich jetzt auch gespannt. Das sah teilweise auch interessant aus, wegen diesen Blubberblasen. Ja. Genau deswegen. Okay, das muss ich üben. Ich hab den... Okay, der Doppelsprung ist dann weg. What? Oh, Mama. Ach so, entweder... Ah, ich verstehe. Ah, ne, da ist es gar nicht so schlimm, wie es aussah. Ich muss einfach nur nach unten drücken. Ich dachte, ich muss auch gleichzeitig so schießen. Ist aber Quatsch. Ich verstehe. So. Kann ich die killen, oder sind die... Ja, gut. Das ist zwar ein Ja, aber kein so das Ja, was ich wollte. Oh, die Musik. Die Erinnerungen an ein echt schönes Spiel. Wovon wir noch nie das DLC gespielt haben, by the way. Das wäre halt auch mal was, was eigentlich langsam mal passieren müsste. Es gibt, glaube ich, mittlerweile schon zwei DLCs oder keine Ahnung. Man kann schon so viele Charaktere spielen, habe ich gesehen. Oh, fuck. Okay, aber das kriegen wir hin. So. Ach, komm schon. So. Okay. Nein! Wie komme ich da drüben? Ach, warte, ich habe doch noch einen Doppelsprung übrig, ne? Wenn ich da einfach nur einmal hinspringe. Ja, machen wir mit dem Doppelsprung. Genau, der ist ja übrig, den habe ich da noch. Das geht klar. Oh. Das war nicht ganz, wie ich wollte. Jetzt habe ich kein Doppel... Ja.
Wait, wie funktioniert das? Ich glaube, ich muss mit einem Sprung da hoch. Ah ja, okay, alles klar. Ich darf den Doppelsprung nicht nutzen. Alles klar. Hier nutze ich ihn dann erst. Okay, unten rum oder oben rum? Ich probiere es mal unten rum. What is this? Ich probiere es mal oben rum. Wait, aber dann darf ich da auch nicht den Doppelsprung ansetzen. Doch, muss ich. Ah, okay. Und jetzt kommen die nämlich nicht. Die komischen da. Nein, jetzt habe ich den Doppelsprung verhauen. Aber warte, wenn das Vieh stirbt. Ach so. Ach so, die sterben nicht. Deswegen ist das auch da. Nur die Roten sterben nach einer Weile. Ich verstehe. Weil ich brauche den Doppelsprung da unten. Nice. Okay, ich muss alle Vögel killen erst. Sehe ich das richtig? Oh Mama. What? Und dann da oben durch. Oh nice, und das muss ich nur einmal. Oh, ich muss das nur einmal machen. Weil ich einen Checkpoint kriege. Sehr nett. Okay, das ist auch ganz cool. Eigentlich nach einer relativ sicheren Nummer aus. Shit. Da war der Doppelsprung, den ich nicht einsetzen darf. Hä? Hä? Wie habe ich das gerade gemacht? So. What the fuck? Jetzt haut das nicht mehr hin. Das ist ja auch interessant. Das ist nicht ganz so konsistent, wie es gewirkt hat. So. Ups, viel zu hoch. Hoppala. Na super. Das war zu bald. Ich muss... Ah, weil ich... Ja, alles klar. Ich muss auf ihn drauf, wenn er rausgeht. Also wenn er da ist, dann... Ja, dann passt das. Mein Timing war gerade off. Ja, genau, alles klar. Okay. Wie lange nehmen wir jetzt schon wieder? 23 Minuten. Dann denke ich, nach dem Raum ist eine gute Zeit für eine Pause. Die Shovel Knight Welt geht noch eine Weile. Huch. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Huppa, nice. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zugucken und tschüss.